Ja, also zu der Frage, ob jetzt die Welt untergeht, ja, man könnte es tatsächlich so bezeichnen, denn naja, meine Frau ist mit den Kids auf den Geburtstag gefahren und das, also auf Geburtstag von ihrer Freundin und ja, und so hat sich ein Zeitfenster aufgetan, was ich naja, einfach nutzen wollte, um ein bisschen hier weiter zu zocken. Hört ihr jetzt eigentlich den Spielsound? Also bei mir, ich hatte den irgendwie total leise gestellt. Muss eben, ich raff hier die Hälfte nicht. Optionen. Ton. Ich hatte den leiser gestellt und wenn man natürlich gar nichts vom, oh, wenn man natürlich gar nichts vom Game hört, dann ist das auch nicht so gut. So. Ich habe bisher irgendwie gefühlt eine Stunde in diesem Spiel verbracht. Raffe also eigentlich das meiste nicht. Ich sehe da, da ist ein Gebietspunkt vorhanden. Ich habe zum Beispiel noch nicht verstanden, wofür der ist. Und zwar, ja, ich kann hier irgendwie auf die Map klicken und dann. Da ist ein Gebietspunkt. Und was kann ich damit machen? Je nach Stufe des Gebietsrufs kannst du verschiedene Vorteile für das Gebiet freischalten. Erstes Licht. Ruf zu gewinnen bei irgendwelchen Fraktionen oder was? Oder wahrscheinlich EP zu gewinnen. Obwohl mir das tatsächlich egal ist. Ist noch jemand da ist, schreibt keiner mehr irgendwas im Chat. Hauseigentum ist ab Level 10. Du kannst in erstes Licht ein Haus besitzen. Du erhältst 5% mehr Gebietsruf oder sammeln. Keine Ahnung. Lass ich erstmal offen. Muss ich ja, glaube ich, nicht sofort verteilen. Ich versuche erst einmal irgendwie diese Höhle zu finden, die eine Quest untersuche. Das Gebiet Tiden-Schluckhöhle. Nein, nein, nicht das Kabel anfassen. Wie gefällt dir bisher New World? Also. Hatte ich ja eigentlich auch bei Twitter einmal kurz geschrieben. Also im Prinzip schon ganz gut. Macht schon Spaß. Aber es ist natürlich, also noch nicht so intuitiv alles verständlich für einen WoW-Spieler, finde ich. Aber es geht. Also man kommt da langsam rein. Und wie gesagt, bisher nur eine Stunde gespielt, was irgendwie letzte Woche war, gefühlt. Letzte Woche, ich weiß nicht, oder am Wochenende irgendwann. Ist das ein neues WoW-Game? Naja, eigentlich nicht wirklich. Also es ist nicht so richtig vergleichbar mit WoW. In WoW hast du einfach deine Fähigkeiten und die verstärkst du durch dein Equipment und so weiter. Aber hier musst du zum Beispiel auch tatsächlich deinen Gegner anvisieren und so weiter. Und es ist ja auch, du spielst halt Menschen, die irgendwo halt hier gestrandet sind. Mensch, ich muss mir gleich was zu trinken holen. Und in WoW hast du ja Orks und so weiter, ne? Und irgendwelche, also Retail sogar, irgendwelche Goblins und was weiß ich. So, jetzt muss ich gucken, ob ich hier irgendwie tatsächlich überhaupt hier hoch muss. Ich denke nämlich nicht. Irgendwo hier unten wahrscheinlich ist die Höhle. Also, es untersch. Okay, es gibt auch Fallschaden. Ah, sagte er und stürzte noch weiter runter. Also, es ist nicht so richtig. Also, da komm ich doch her, Mensch. Nicht so richtig vergleichbar mit WoW, finde ich. Es ist natürlich ein MMO, aber es ist schon, finde ich, schon anders. Man hat natürlich schon ein paar Sachen, die auch in anderen MMOs einfach gibt. Also, wie Equipment, dass man sich hier irgendwie equippen kann. Und natürlich auch irgendwelche Inventargeschichten. Ich habe zum Beispiel auch noch nicht verstanden, wie ich das Ganze verkaufen soll oder so. Oder bringt das überhaupt, das zu verkaufen? Ich habe halt viele Sachen im Inventar und die sind, glaube ich, auch schlechter als das, was ich gerade trage. Aber ich will sie vielleicht auch nicht einfach wegwerfen, weil ich es zum Beispiel vom WoW gewöhnt bin, dass es ja auch irgendwie Kohle bringt, wenn man die einfach beim Vendor zum Beispiel verkauft. Oder vielleicht sogar bei irgendeinem Auktionshaus oder so.
Wie komme ich denn jetzt zu der blöden Höhle? Vielleicht in die eine Richtung rennen. Von der Steuerung und von der, ja, weiß ich nicht, man kriegt halt schnell das Gefühl, man kann hier irgendwie schnell rennen wie in anderen, ja, weiß ich nicht, wie zum Beispiel beim Assassin's Creed oder so, aber das ist nicht der Fall. Zumindest kenne ich das jetzt nicht, dass man irgendwie schnell rennen muss oder kann. Und was in WoW zum Beispiel ja auch der Fall ist, du hast also dein Lebensbalken, der regeneriert sich nach einer Zeit, aber hier ist das nicht so. Du musst halt irgendwas futtern oder dich irgendwie heilen, damit dein Lebensbalken wieder hochgeht. Oder vielleicht später irgendwie, weiß ich auch nicht, ne? Also. So, wo ist jetzt die Höhle? Hier? Nee. Muss ich vielleicht doch irgendwie auf den Berg hoch? Das erste Rätsel hier. Also, man hat ja hier direkt von Anfang an halt eben oben die Richtung zumindest, wo man hinrennen soll. Ach so, man kann ja auch einfach die Karte aufmachen und dann sieht man, wo man hin muss. Das hat man bei WoW zum Beispiel ziemlich spät eingeführt, dass man auf der Gebietskarte einfach schon seine Quests und so weiter sehen konnte, wo man hin muss und was man machen muss. Das ist die Höhle, oder? Weiß nicht, ob ich mich gerade mit mir selbst unterhalte. Oh. Komm mal hier. Au. Also das Kampfsystem ist auf jeden Fall ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber das macht es ja nicht schlechter. So, ich habe zum Beispiel beim letzten Mal, also beim ersten Mal, als ich das gespielt habe, musste ich tatsächlich überlegen, wie esse ich denn jetzt zum Beispiel, um meine Energie da wiederherzustellen. Genau, und wenn ich gegessen habe, dann habe ich 20 Minuten halt diesen Buff, dass meine Gesundheit sich regeneriert, tatsächlich, ja. Also so habe ich das bisher verstanden. Ja, und so ist es halt einfach so, dass ich generell natürlich schon an dem Game interessiert bin und dann dachte ich, ja, ich habe ja irgendwie gerade einfach Lust, das mal weiter zu zocken, so ein bisschen. Und wenn sich die Gelegenheit bietet, halt einfach auch den Stream anzuschmeißen, ne? Oh, ich habe einen Ledermantel gefunden. Er hat einen Rüstwert mehr als das, was ich gerade anhab. Tada. Gibt es da noch andere Attribute, die ich beachten sollte? Also höheren Rüstungswert hat er. Oh, da ist ein Gegner. Oh. Mit der dicken Axt ist eigentlich ganz cool. Was auch ganz cool ist und auch tatsächlich anders als bei WoW beispielsweise. Ich weiß nicht, ich glaube, hattest du mal WoW gespielt jemals?
Na jedenfalls, du kannst halt hier einzelne Waffen leveln. Ja, das ist bei WoW auch so. Du kannst dann da den Skill quasi hochleveln von bestimmten Waffen. Aber du hast dann auch hier so spezielle Sachen. Wo waren die? Spezielle Attribute oder spezielle Fähigkeiten, die Waffe, die du dann halt auch entsprechend entwickeln kannst. Wow. Ich weiß nicht, wo das jetzt nochmal war. Frag mich nicht, wo das war. Aber wenn man einen Punkt, also wenn man die Waffe entsprechend gelevelt hat, kommt dann. Oh, die Kamera ist weg. Tada. Ich habe den Test-Account bis gehabt, das Level 20. Okay, ja, das ist ja immerhin etwas. Dann hast du ja auch schon so ein paar Erfahrungen damit gemacht. Musste ich vielleicht hier doch noch nicht rein? Sondern vielleicht irgendwie oben rum. Oh, daneben. Ja, die ist schon ein paar Mal kurz ausgefallen. Ja, sorry. Es liegt daran, ich weiß halt ehrlich gesagt nicht warum. Ich hatte gedacht, das liegt an meiner alten Kamera. Jetzt habe ich eine andere Kamera. Und vielleicht liegt es am Kabel. Weil es ist dasselbe Kabel natürlich. Hey, hör auf mich. Hier, Streitaxt 4. Stufe 6 erreicht. Yay. Ja gut, dann gehe ich erstmal hier raus oder bin ich blind? Also ich bin extrem gut darin, einfach irgendwie Sachen nicht zu finden, die ziemlich einfach zu finden sind. Hier Attributspunkte, jetzt habe ich und Meisterschaftspunkt. Oh, krass. Hätte nicht gedacht, dass ich da hochkomme. Alter, ich bin ja eigentlich ganz weit weg und muss eigentlich dahin, ne? Naja, vielleicht muss ich einfach nur drumrum. Vielleicht aber auch nicht. Also ich meine einfach, welches Level haben die? Totenkopf. Ich glaube nicht, dass ich dahin gehen sollte. Ja, keine Ahnung, soll ich vielleicht einfach stumpf den Berg hoch oder was? Das sieht ja hier fast so aus. Erkunde die. Also, das ist aber. Nee, das ist in der Höhle, weil ich hier muss ja die erkunden, diese Höhle. Erlege, was du dort vorfindest und melde dich dann bei Wächtern. Naja, dann wird das ja eigentlich richtig gewesen sein, wo ich gerade war. Ja, bei dem Kabel ist es. Komisch, weil es ist eigentlich ein normales HDMI oder HDMI-C-Kabel oder wie, weiß ich nicht. Auf jeden Fall so ein schmales, schlankes HDMI-Steckerkabel. Ist das die Höhle? Ja, Tidenschluckhöhle, ja, das ist schon richtig hier. Aber hier geht es nochmal in eine andere Richtung. Komm, ich. Oh. Achso, die laufen mir alle hinterher, okay. Vielleicht sollte ich eins nach dem anderen und nicht alle drei gleichzeitig attackieren. Autsch. So, regeneriert sich mein Leben jetzt von alleine oder nicht? Ja, doch. Ja, wie gesagt, bei dem Kabel, es ist einfach normales Kabel. Aber ich habe irgendwie schon bei der alten Kamera das Gefühl gehabt, dass wenn der Stecker irgendwie so ein bisschen, also weil das Kabel irgendwie so hängt und nach unten zieht, dass das dann die Kamera nicht funktioniert, sondern das Kabel muss irgendwie genauso mittig irgendwie, also genau gerade drin sein.
Aber das ist doch Blödsinn. Also ich weiß nicht, ob das am Abstecker liegt. Oder vielleicht tatsächlich einfach mit einem anderen Kabel versuchen sollte. Ah, hier gibt es einen Schliefer, der kaputt gemacht werden kann. Schleier, nicht Schliefer. Schleier. Ja, hier bin ich auf jeden Fall richtig. Ja, viele in dem Game sind ja schon wirklich wesentlich weiter. Was aber auch nichts macht. Also ich habe es tatsächlich nicht so eilig, irgendwie hier krass was zu erreichen oder was, keine Ahnung. Ich bin einfach gespannt, was ich hier alles so erleben werde. Und ob ich in dieser Höhle zum Beispiel sterben werde, Alter. Hilfe! Also nach vorne kann man aber irgendwie nicht hechten, ne? Rums auf dem Kopf. So. Ich muss hier erstmal Sachen töten. Besiege verderbter Kaplan. Da vorne steht er. Okay. Noch irgendwas hier? Also ich muss erstmal ein bisschen warten, bis meine Gesundheit sich hier ein bisschen regeneriert. Jetzt bin ich ein bisschen erstaunt. Ist das irgendwie ein anderer Ausgang? Oder ein Achso, das ist gar kein Ausgang so wirklich. Also man kommt hier tatsächlich zwar auch raus, aber ob man hier hochkommt, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht. Ja, das ist halt auch irritierend, weil du kannst hier in dem Game auch Berge hochklettern, was man ja nicht zwingend zum Beispiel in WoW irgendwie machen kann. Eigentlich gar nicht machen kann. Also die haben hier einen Respawn, ey. Bin noch nicht mal regeneriert hier. Mensch, ja, man muss sich das irgendwie so ein bisschen aneignen, wie man hier fightet. Komm, das reicht schon, ne? Au. Wow. Na, wer gewinnt? Ich oder er? Ach komm, da kommt jetzt noch so ein Furzschleicher da. Auf dem Kopf. So, alles aufnehmen. Beute, irgendwelche Stiefel. Oh Mann. Alter, was ist denn hier los? Ich wollte noch die Kiste looten. Fast draufgegangen hier. Waffentruhe.
Oh, Streitaxt. Vielleicht sollte ich hier ganz schnell. Aber, Die scheint nicht besser zu sein als die, die ich habe. Aber meine ist ein bisschen kaputt, meine Güte. Ist das ein Stress hier? Ich will dich nicht nochmal gegen dich kämpfen mit Half-Life. Okay, das ist auch interessant zu sehen, wo es denn irgendwie Agro-Reset gibt. Ach, komm. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Also, es wurde natürlich im Vorfeld schon krass gehypt. Hier, New World, bla bla bla. Ob es jetzt, ich meine, das ist ohne Zweifel ein geiles Game. Aber ob ich das jetzt unbedingt haben musste für 40 Euro, weiß ich auch nicht. Ich habe ehrlich gesagt schon lange nicht mehr mir so teure Games, also was heißt teuer? 40 Euro für ein Game ist jetzt eigentlich nicht teuer, aber eigentlich schon lange nicht mehr so neue Games gekauft für einen Preis von irgendwie 40, 50, 60 Euro oder so, sondern eigentlich meistens Spiele, die irgendwie im Steam Sale nach 5 Jahren oder so drin sind. Aber ja. Ich habe auch keine Ahnung, ob es was nützt hier, Primärattribut für Gesamtgesundheit. Ja, warum nicht hier los, rein damit. Ich muss hier nochmal irgendwie diesen Schleier wegmachen, oder? Einmal melden, wer noch im Chat ist. Sonst habe ich immer das Gefühl, ich rede mit mir alleine. Ach, was ist das denn? Das ist echt ein bisschen stressig hier in dieser dämlichen Höhle. Also der Schleier kommt gleich wieder, oder was? Oder bin ich, hänge ich schon vorm Schleier? Also ich komme hier irgendwie nicht raus. Hä? Ich hänge da irgendwie fest, aber der Schleier hat auch irgendwie bei mir hier wieder. Ich glaube, das ist hier wie ein Bug. Hä? Ich komme hier nicht raus. Was ist das denn für ein Bug? Oh. Aber ich hänge fest. Okay. Jetzt muss ich, ohne es zu sehen, da ist es jetzt wieder komplett respawn. Alter. Hau einfach weiter, der Schleier bekommt Damage für den. Ja, genau. So, jetzt mal gucken, was ich da entdeckt habe. Da ist ein Rapier. Den könnte man statt dem Schwert anlegen, was ich da vorher hatte. Wo ist es? Wo ist das Schwert, was ich eben vorher hatte? Oder habe ich jetzt Dual Wield? Ne, ne? Doch. Ah, nee. Ah, okay. Ich habe dir eine Axt abgelegt. Okay, verstehe. Da muss man das da reinmachen und die schwerere oder die aber so verstehe ich gerade nicht. Doch, so ist es okay. Alles klar. Ich brauche hier viel zu lange, überall ist Respawn, aber es ist, finde ich, total stressiger Respawn.
Tschüss. Ach so, der kommt so jetzt wieder, oder was? Von hinten? Dieses lange Ausholen ist geil. Mit dieser dicken Axt. Rums auf dem Kopf. Rums wie so ein Holzfäller, Alter. Bumm. Das macht Spaß. Bumpf. Rums. Sorry, aber so muss ich lachen. Bumm. So, ich bin aus der Höhle raus. Entkommen. Wer hätte das gedacht? Wow. Also, ihr braucht drei Leute hier, ne, um euch mit mir euch anzulegen. Puh, so. Sprich mit Nora Lynch. Alex, wie lange hast du denn schon gespielt? New World. Alex ist weg. Hm? Alle lassen mich hier alleine. Wir haben irgendwie 6 Zuschauer. Hallo an alle neuen Zuschauer. Oder alten oder wie auch immer. Jo. Was ist eine gute Zweihandwaffe als Heiler? Steht da unten links im Chat. Das könnt ihr gerade nicht sehen, weil die Cam drauf ist. Ja, vielleicht kann man die Kamera auch irgendwie umplatzieren fürs nächste Mal. Also wenn es denn New World ist. Ich bin übrigens alles, was OBS angeht, eigentlich. Also obwohl ich das Game schon lange eigentlich nutze, aber ich nutze sehr rudimentär. Also nur so die wichtigsten Sachen eigentlich immer genutzt. Stufe 7. Wup, wup. Wer hätte das gedacht? So. Jetzt müssen wir... Sprich mit Sylvia Oaks. Naja, Alex hat sich direkt inspirieren lassen und... hat das Game auch gestartet. Hallo Strivio. So, wo ist die andere Sylvia da? Ah, ich muss zur Siedlung. Cool. Das ist auf jeden Fall ein weiter Weg hier. Naja, schauen wir mal. Ich bin ja bisher tatsächlich nur hier auf dieser komischen Halbinsel gewesen. Auf geht's. Werden wir mal die Gegend hier ein bisschen erkunden. Mal die ganzen Attribute leveln. Ja, also zum Beispiel halt auch also nicht Kühlstand, sondern halt diese Schweine da ab Dingsen, ne? Und vielleicht auch die Waffen zwischendurch mal durchwechseln und natürlich auch die... Achso, das ist eine ganz neue Waffe, die habe ich bisher noch gar nicht genutzt. Ich dachte, das ist einfach nur so ein Schwert, was ich vorher auch hatte. Also, ne, weil ich vorher ein Einhandschwert schon hatte. Ja, im Prinzip das ganze Game, also... Klar, man muss auch viele Gegner irgendwie töten oder so. Aber es ist, glaube ich, angeblich auch viel Crafting. Also sprich, Materialien hier irgendwie abpflücken. Frischholz. Frischholz.
Und der Titel übrigens, der Video, also nicht der Video, der Stream-Titel ist ja auch nicht umsonst eigentlich so gewählt. Denn es gab, glaube ich, schon viele Menschen, die so ein bisschen verärgert waren nach dem, also nach den ersten paar Tagen, also nach dem ersten Tag sowieso, nach dem Start von New World. Aber ich glaube auch so generell, nicht nur, weil eben die Server irgendwie überlastet waren oder überfüllt waren, die ja zum Teil bis heute noch irgendwie immer noch Warteschlange haben. Tja, ich weiß nicht, hat sich Amazon da einfach komplett verschätzt, was das Interesse an dem Game angeht? Und hätten die vielleicht einfach von Anfang an wesentlich entweder mehr Server machen sollen, weil die haben ja echt viele in den ersten Tagen nachgeschossen, ne? Also kamen ja irgendwie jeden Tag dann, keine Ahnung, ein Dutzend neuer Server rein, weil die wollten einfach, dass neue Spieler spielen. Also, dass die Spieler einfach spielen und nicht irgendwie in der Warteschlange gammeln. Oder hätten die von Anfang an auch mit größeren Servern irgendwie, naja, keine Axt ausgerüstet. Habe ich, warte. Habe ich denn irgendwo so diese Axt? Ne, ich habe keine Axt hier. Holzfäller-Axt. Oder hätten die halt die Größe der Server von Anfang an irgendwie anders kalkulieren sollen? Ich weiß nicht, aber also was hätte das bedeutet, wenn die Server noch wesentlich größer oder doppelt so groß wären? Hätte vielleicht auch eine größere Auslastung der Server. Also ich meine einfach, dass je mehr Spieler pro Gebiet rumlaufen, desto mehr muss ja eigentlich dein Rechner und deine Grafikkarte irgendwie darstellen und berechnen und so. Und der Server natürlich sowieso. Das ist halt wirklich ein bisschen blöd gelaufen, weil viele Leute haben sich halt irgendwie vorher vor dem Launch verabredet und also so war es bei mir halt zum Beispiel auch, dass ich dann mit ein paar Leuten gesprochen habe und gesagt habe, ja komm, wir versuchen da mal irgendwie zusammen irgendwie auf dem Server zu spielen und so. Also tatsächlich mit mehreren. Und das ist natürlich nicht eingetreten oder es konnte nicht eintreten, weil die Leute einfach auf irgendwelchen Servern dann angefangen haben, die Warteschlange hatten und vielleicht immer noch haben. Und deswegen ist das einfach keine Option für mich, auf so einem Server zu spielen. Also absolut nicht. Es macht keinen Sinn irgendwie zu denken, also für mich keinen Sinn zu denken, ja, ich möchte jetzt mit dem und dem zusammenspielen, wenn ich dann sowieso nicht spielen kann, sondern dann, wenn ich spielen will, in der Warteschlange hänge oder weil der Server dann voll ist oder was auch immer. Das macht keinen Sinn. Entweder spielen oder nicht spielen. Und wenn spielen, dann halt auf irgendeinem Server, wo keine Warteschlange ist, aber das dann auch gleichbedeutend ist mit ja, alleine spielen oder weiß nicht. So, wo müssen wir denn hin? Die Wegpunkte. Moin Greg, mein Server, naja, also zumindest Warteschlange hatte ich jetzt bisher irgendwie nicht und auch was, also das steht ja zum Beispiel in der Liste, auch nicht, dass er irgendwie voll ist, der ist halt voll oder so, aber er ist halt gesperrt für neue Spieler irgendwie und das ist mir auch neu gewesen, als du das heute geschrieben hast. Naja, also viele denken ja, also die Lösung wird es halt sein, wenn vielleicht nächste oder übernächste Woche diese Charaktertransfers dann verfügbar werden, dass sich das
ein bisschen besser verteilt, dass von den vollen Servern die Leute dann transferieren, also ihre Chars wegtransferieren auf Server, wo eine geringere Auslastung ist und so. Keine Ahnung. Von der Logik her, ja. Naja, klar, also ich habe auch genug andere Spiele. Ich habe irgendwie 40 Games bei Steam allein und dann irgendwie, weiß ich nicht, Dutzende von Spielen bei Epic und die Battlefield 2042 Beta war ja auch oder läuft zum Teil noch und so. Und irgendwie, ach da, ich habe mich schon gewundert, was ist denn das für ein Zeichen auf der Map und warum kriege ich das nicht weg? Man hat genug Spiele, aber man hat ja jetzt irgendwie sich auch auf das gefreut. Und naja, ich weiß nicht, ob du Bock hast, irgendwie zu warten, bis irgendwann das Interesse oder bis der Hype irgendwie um New World rum ist und dann die Server wieder leer sind oder so. Was ist das eigentlich für ein buckeliger Typ? Howie. Also vielleicht optionale Geschichten oder so. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, aber ich muss tatsächlich diese Trüffelfieber-Quest machen. Aber natürlich, also Amazon hat ja auch bei Twitter geschrieben, also nicht Amazon, sondern eben der Twitter-Account von New World. Die haben da ja geschrieben, ja, es ist uns klar, dass oder bewusst, dass die Leute natürlich sehr, sehr gerne mit ihren Freunden zusammenspielen und daran arbeiten die und überlegen sich was und mal gucken. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn alle meine Bekannten inklusive, meinetwegen Craig und Aflex, alle auf demselben Server dann sind. Aber ich weiß halt nicht, ob das dann klappt. Denn, also zum Beispiel hier deine ganzen Mates da von Twitch. Alex, also 80s und wie hießen die? Keine Ahnung, wie die alle heißen. Auf jeden Fall, die haben sich ja auf Utgard irgendwie fokussiert und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der Server nochmal irgendwie spielbar wird. Und ja, letztendlich, natürlich ist das auch blöd, wenn man halt sich vielleicht mit den Leuten nicht zusammenkommt, mit denen man eigentlich im Vorfeld irgendwie zusammenspielen wollte. Aber letztendlich, man lernt natürlich auch neue Leute kennen, einfach mit denen man irgendwie spielen kann. Aber pff, ist natürlich blöd. Aber die testen, also Amazon testet ja auch. Naja, ich habe mich ja Eridanus vor. Also. Ja, genau, du bist jetzt tatsächlich hier auf dem Server. Also hast du aber schon irgendeine Fraktion ausgewählt? Weil ich habe es noch nicht. Ich bin ja noch nicht so weit mit Level 10 oder so, ne? Muss man das erst auswählen. Ich bin ja fast tot. Was ist da los? Rapier, Dingens, Punkt 2. Ich muss jetzt mal hier was futtern. Oder was craften, was mir. Genau, ich habe viel Schweinefleisch. Wie kann ich das kochen nochmal? Oder kann ich damit irgendwas machen? Ich glaube, das kann ich nur in der Base, ne? Mist. Also wenn ich jetzt auf einem Server anfange, kann ich später den Server wechseln. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie ein
unbegrenztes Angebot sein und bleiben wird, aber es ist schon die Rede davon, dass vielleicht diese oder nächste oder irgendwie jetzt in den nächsten Tagen, Wochen ein kostenloser Transfer möglich sein wird. Wie esse ich das denn jetzt hier? Ja, ich bin halt Hardcore. Es ist gar kein MMO, das ist ein Survival-Game. Ich muss rausfinden, wie man futtert. Oder ich sterbe jetzt zum ersten Mal in diesem Game. Kann auch passieren. Nee, also neu anfangen. Wobei, also jetzt gerade zum Beispiel, wenn du mir jetzt sagst, ja, lass uns auf dem und dem Server irgendwie spielen, also so als Beispiel, Level 5, 6, 7, das ist jetzt halt auch noch nicht viel gespielt. Von daher, von mir aus könnte ich jetzt noch irgendwo anders anfangen. Mir ist es egal. Kann mir jemand sagen, wie ich das jetzt esse? So. Sag's auch gleich. Und dann habe ich hier ein Punkt hier, ein Punkt da, la la la. So, werde ich angegriffen? Nee. Hier kannst du halt die Waffenführung entwickeln. Und zwar, ich kämpfe jetzt mit einem Rapier. Keine Ahnung. Revitalisierende Hiebe. Mit jedem Treffer verringern sich alle Abklingzeiten. Klingt gut. Du kannst es auch in den Quick Slots 3 packen. Ja, genau, das habe ich ja gemacht. Meiner Meinung nach. Ausreichen. Keine Ahnung. Klingt eigentlich auch nicht schlecht, ne? Hey, du Spammer, wirst gleich gebannt. Gebannt. Keine Ahnung. Kann mich da nicht. Also, man könnte jetzt hier einfach hier Ausweichen machen. Oder wie? Hab jetzt nicht gemacht. Naja, oder das hier. Das klingt auch gut. Ja, das mit dem Essen habe ich irgendwie noch nicht so aus, ja, wie soll ich sagen, noch nicht durchdacht. Ich habe ja eigentlich genug Fleisch und so weiter, aber ich habe es nicht gekocht. Und jetzt nochmal zurücklaufen, könnte man natürlich auch machen. Also ich kann halt in einem Lager kann ich das kochen, glaube ich, ne? Aber generell, also es macht schon einen guten Eindruck, einfach weil du halt wirklich alles hier irgendwie
sammeln kannst, so, also nicht alles, aber vieles. Irgendein Busch hier. Frischholz. Das erinnert mich, Crack, das erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an The Forest, was wir ja auch nochmal irgendwann zocken wollten, aber egal. Ich laufe jetzt einfach weiter und hoffe, dass ich es bis zum nächsten Lager schaffe und dort dann Essen mir kochen kann. Ich weiß nicht, gehört ihr zu den Leuten, die irgendwie sowas alles lesen und bereits gelesen, aber speichern oder irgendwas kann ich da nicht, ne? Also abziehen. Naja, ich neige dazu, einfach durchzurennen und mir irgendwelche Questgebiete oder beziehungsweise Quest Beschreibungen vielleicht nicht unbedingt vor durchzulesen. Ein neuer Gegner. Ein Wolf. Alter, was war das denn? Wo bist du hin? Ah, da kommt noch einer. Schön. Alter, die geht voll ab. Vollmondwolf. Na, schaffen wir es bis zur Base. Faules Nest, ein riesiger Hort der Verderbnis ist entstanden und speit verderbte Kreaturen aus und stärkt sie, solange sie sich in seinen Einflussbereich aufhalten. Erfordert Azotstab, Rang 1. 25, Stufe 25, das dauert noch ein bisschen, glaube ich. Egal, ich laufe jetzt hier zur nächsten City. Hab mir vorhin eine neue Diegel gekauft für 200. Du bist ein kranker Typ. Hab dafür mein Flipknife verkauft. Das ist die aus der neuen Mirage Collection. Die wird bestimmt sehr teuer und wenn die Operation endet, ja. Wenn du meinst. Achso. Ich habe mich aus Versehen verklickt und verdrückt und jetzt habe ich nichts mehr zu futtern. Okay, gut. Läuft der Stream eigentlich gut, flüssig und kann man alles erkennen und hören und so? Erstes Lichtdörfchen, was heißt das? Ah, das hatte ich ja, glaube ich, jetzt noch nicht gesetzt, ne? Welchen Punkt? Ja, okay. Ja, danke, Aflex, dass du mir geschrieben hast bei Steam, dass Wohnsitz von. Ach so, das ist ein Dorf, wo man halt irgendwelche Leute sich hier eingezogen sind. Leeres Haus. Ich könnte es betreten. Für fünf. Achso, ich könnte es betreten, aber das heißt nicht, dass ich das gekauft habe, oder? Leeres Haus betreten. Du bist.
für andere Spieler unsichtbar. Achso, ja, okay. Cool. Naja, also jedes Haus ist dann irgendwie so eine eigene Instanz irgendwie. Das ist ja lustig. Dann lass mal reingehen. Okay, betreten. Ein Kamin und Feuer, obwohl eigentlich niemand drin ist. Noch ein Kamin und Feuer. Also hier kann man ja irgendwie nichts machen. Okay. Das ist schon irgendwie witzig. Leeres Haus. Wohnsitz von Lübsa. Voll dekadent. Mit irgendwelchen goldenen Dingern hier. Ja, witzig. Echt witzig irgendwie. Ey, yo, Checker. Wo habe ich... Oder kann man das hier machen? Herstellen. Jawohl. Ach so. Das ist ein Schmelzofen. Das ist kein Ofen, wo man irgendwas kochen kann. Ja, also ich muss sagen, das wirkt ganz cool. Aber ich suche jetzt nach irgendeiner Möglichkeit, irgendwie mein Fleisch zu kochen oder sowas, dass ich das futtern kann oder soll ich rohes Fleisch essen. Wohnsitz von Senix. Schöner Name. Schöne Grüße gehen raus. Wer bist du? Nix. Du bist nix. Leeres Haus, aber wenn man das kaufen will, 7500. Wo habe ich denn meine Balance 213 Taler? Da muss ich noch ein bisschen sparen, bis ich mir so eine Hütte hier kaufen kann. Kann man sich so ein Hausboot hier kaufen? Aber wo finde ich denn irgendwie ein Lagerfeuer, wo man was brezeln kann? Was ist das? Oder kann man das einfach hier am Kamin? Nö. Oder? Aber hier ist ja Gästeregistrierung. Möchtest du ein Zimmer sein, mein Gast? Möchte ich das? So kannst du von überall in der Welt hierher zurück. Achso, das ist sowas wie. Ja, okay, von mir aus mache ich. Sowas wie Ruhestein aus WoW. Brunnen einholen. Mhm. Wasser brauche ich zum Kochen, okay. Ich kann, glaube ich, Fleisch einfach so roh essen oder was? Okay. Überrascht mich jetzt. Bei dem ganzen Krach hier sollte man denken, das wäre Rammel. Das Feuer tut nicht weh. Also dieses Feuer nicht. In WoW wäre das ja aber anders. Okay, wo ist denn hier meine Quest-Tante oder wer auch immer? Dahin, okay. Bin ich ja schon dran vorbei, gejuckelt. Die buckelige
Das ist eine andere Bockelige. Das ist ein R. Okay. Ach so, das ist der Howie wieder. Okay. Dann haben wir jetzt hier noch Sylvia Oaks, mit der wir quatschen müssen. Die ist da vorne. Habe ich durchgelesen. Es ist immer schön, ein neues Gesicht zu sehen. Oh nein, dann war der Sturm wirklich so schlimm, wie es den Anschein hatte. Der Bruch schon komisch. Vor ein paar Jahren hat uns ein verrückter alter Mann vor der Verderbnis gewarnt. Oh, das welchen verrückten erzählt. Alten Mann? Er war total durchgedreht, aber zuerst würde ich eine Strategie ausprobieren. Wir dürfen nichts überstürzen. Die Siedlung steht bereits tief in deiner Schuld. Hut des Duellanten. Kann ich mir holen. Jetzt habe ich hier schon zwei Gebietspunkte für erstes Licht. Mhm. Drei Prozent mehr Erfahrungspunkte oder mehr Gebietsruf? Wahrscheinlich hier, oder? Handelssteuer. Stationsgebühr. Verringert Herstellungsgebühr um 5% in erstes Licht. Erhöht Aufbewahrung um 25%. Mhm. Weiß ich noch nicht, was mir das alles bringt. Von daher lassen wir das erstmal so, wie es ist. Und hier habe ich auch noch ein paar Sachen. Ach so, das warst du. Da habe ich nicht drauf geachtet, sorry. Zeig dich, du Feigling. Da ist er ja. Ich habe nicht den Namen gelesen. Ich dachte nur, was ist das für ein Depp, der mir hier den Weg versperrt. Aber ja. Schön. Du bist Level 9, also eigentlich fast mein Level. Mehr oder weniger. Was habe ich jetzt? Level 7, ne? 7. Ja, diese ganzen Interaktionen in-game habe ich jetzt auch noch nicht raus. Ich weiß nicht, kann man überhaupt über das Game miteinander sprechen, mit den anderen Spielern oder so? Wahrscheinlich schon, oder? Wenn man das hier unter Optionen mal anschaut. Hier Kommunikation. Sprachchat ist klar. Hier Lautsprecher, Headphones. Also muss man ja auch miteinander irgendwie sprechen können. Push-to-talk halten. Mit welchem Button? Tastenbelegung. Soziales. Chatbefehl. Push to talk. Hier, V. Hallo. Hallo. Ja, läuft. Alex, du musst vielleicht schauen, erst einmal,
also Optionen und Einstellungen, Optionen und Ton. Oder ne, unter Einst ja, unter Kommunikation, ob du hier dein richtiges Mikrofon eingestellt hast. Wenn du irgendwie ganz viele Geräte hast, die tendenziell irgendwie aufnehmen können, keine Ahnung, Kamera angeschlossen, irgendwie Controller angeschlossen, dann kann es sein, dass hier nicht das Richtige ausgewählt ist. Eventuell. Also dein Symbol leuchtet über deinem Kopf, aber ich höre nichts. Ich weiß aber auch nicht, ob ich vielleicht auch noch irgendwas zulassen muss, dass ich andere Spieler höre. Sprachchat ist aktiv. Eigentlich. Lautstärke ist 50. Also müsste eigentlich was ankommen, eigentlich. Hör nix. Aber ich weiß nicht, ob es vielleicht irgendwie an mir liegt. So, jetzt habe ich sprich mit Gladys Bond. Wo bist denn du James Bond? Gar nicht so weit weg, da hinten. Gab es nicht irgendwie Double Jumps oder so? Gab es nicht, ne? Level 8. Holzfäller-Axt kriege ich dann, jawohl. So, was ist das? Belohnung. Rüstungskoffer. Öffnen die Kiste. Wie öffne ich sie? Da. Feste Lederhandschuhe. Okay, nice. Tada! Schön. Das Kleid, also das verstehe ich irgendwie von der Logik her nicht. Also korrigiert mich gerne, wenn ich hier irgendwas nicht raffe. Aber dieses Kleid aus Stoff hat mehr Rüstwert, also einen höheren Rüstwert als der Ledermantel. Aber Rüstungswert elementar und so weiter, physisch ist natürlich schlechter. Aber welchen Sinn hat denn dann der Rüstwert? Falsches Ausgabegerät habe ich nicht. Oder doch? Warte. Doch, könnte sein, warte. Genau, Lautsprecher. Ja, stimmt, du hast recht. Ich habe es nämlich. Also, das ist natürlich falsch, weil es ist Shure MV7 ist kein. Ist kein. Ausgabe, also kein Lautsprecher, Headphones. Nö, dann müsste das ja das sein hier. Okay. Alex, wo bist du? Du hattest möglicherweise recht, also du musst noch mal was sagen, dann höre ich wahrscheinlich, was du sagst. Hallo. Ey, du, da hast du Alex gesehen. Warte, bin noch auf dem Weg, sagt er. Kann man sich hier irgendwie ducken? Oh, Honig nehmen kann man hier. Haha, cool, ich habe mich versteckt. Alex, du findest mich jetzt nicht mehr. Na ja, gut, weil du meinen Stream zuschaust, ne, willst du wahrscheinlich wissen, wo ich stehe oder auch nicht stehe.
Hallo. Ich höre dich immer noch nicht. Hörst du mich? Über das Game? Ich höre nichts. Eigentlich ist das das Richtige. Ah, nee, war es nicht. Moment. Nochmal. Sagen wir mal was hier. Also ich glaube, jetzt müsste es vielleicht klappen. Also höre ich dich nicht in dem. Aber ich konnte dich jetzt hören. Mit deiner herausragenden Qualität. Aber in dem müsste das auch klappen, ja. Hallo, hallo. Ja, ich habe schon ein bisschen laut geschrien. Naja. Hier liegt mein Kater und schläft auf dem Tisch und dann zuckt er irgendwie hier im Minutentakt im Schlaf. Ja, also, was haben wir zu tun? Melde dich im Gasthof an. Ach so, das muss ich jetzt tatsächlich machen. Aber hatte ich doch, dachte ich. Oder war das nicht das Gasthof? Oder ist es einfach Teil der Quest? Willkommen in der ewigen Fackel. Bei uns brennt immer Licht. Habe ich doch gemacht schon. Sprichst mit Gladys Bond. Da bist du ja. Ich dachte schon, du wärst verduftet. Entschuldige bitte, wenn ich ungestüm. Siehst du, du verstehst es. Aber warum tut auch Seren Ochs das nicht? Yeah. Nice. Annehmen. Wo ist die Axt? Da. Achso, das kann ich das noch nicht? Doch. Ja, stimmt, auf das richtige Feld ziehen. Ich bin auch ein bisschen brain dead, aber egal. Jetzt sag mir mal einer, kann ich irgendwelchen Schrott verkaufen? Irgendwo? In meinem Inventar ist halt verschiedener Rotz. Auf dem Markt verkaufen. Da ist der Markt. Da muss ich jetzt, glaube ich, hin, ne? Ja. Jawohl. Ne? Das ist aber nicht der Markt. Lagerschuppen gibt es auch. Ach so, das war ja die Geschichte, wo ich hier, ne, wo ich genau, wo ich hier diesen Schuppen, glaube ich, aufwerten konnte, ne? Dass ich da mehr reinpacken konnte. Okay. Muss ich da hoch oder was? Ach, hier ist der Handelsposten. Aber das ist, das sieht ja aus wie ein Auktionshaus. Also kein Mensch wird irgendwas von mir kaufen, oder?
Ich habe keine Ahnung. Verkaufsauftrag. Ich weiß auch nicht, komm, ich habe keine Lust mehr. Ist mir zu viel. Nein, was heißt zu viel? Man muss sich halt anschauen, irgendwie, wie das funktioniert da mit dem Auktionshaus. Ich glaube, ich suche mir jetzt irgendeinen Händler, wo man das halt einfach alles auf einmal irgendwie loswerden kann oder so. Aber ich, das ist ja, sprich mit Gladys Bond. Ja, okay, das war es ja schon. Kriegsübersicht. Es sieht zwar etwas, ich werde hier weiter tun, was in meiner Macht steht. Das hoffe ich doch. Sylvia hatte genug Zeit, um ihre Strategie auszutüfteln. Soll ich sonst Discord kommen? Also ich mache ehrlich gesagt auch nicht mehr so lange, weil irgendwann ist meine Frau mit den Kids auch wieder zurück. Magistratin Bond ist ungeduldig wie. Eine Sache, die sich nie ändert, ist, dass erstes Licht ständig Vorratsnachschub benötigt. Die habe ich ja eh schon. Man könnte jetzt da irgendwie auch ein Bogenschütz zum Bogenschützen werden. Ja. Sieht doch alles hier wunderhübsch aus. Lebensqualität verbessern, aktives Projekt. Aufrüstung Dörfchen. Okay. Also das heißt, wir können irgendwie dieses Dorf hier, kann jeder irgendwie was dazu beitragen, dass es sich weiterentwickelt, oder was? So verstehe ich das, aber ist vielleicht auch totaler Mumpitz. Ich habe keine neuen Quests mehr, oder? Aber da ist eine verfügbare Aufgabe. Oha, wieder Stufe 50. Braucht man. Jo. Eine Sache, die sich nie ändert. Das ist die richtige Einstellung. Selbst in einer brenzligen Rüstungskoffer. Deine Hilfe wäre sehr willkommen. Ja, gleich. Habe ich den irgendwie automatisch equipped? Nee, ne? Oder was war das? Rüstungskoffer Stufe 4. Oder war das ein Upgrade oder sowas? Ach Mensch, jetzt muss ich meinen Kater hier rauslassen. Ja.
Also 16 von 14 Schürfe folgendes aus Felsbrocken, Stein, 16 Steine und sammle Frischholz auch noch. Und dann kann ich irgendwas, so, ne? Ist halt meine Quest da oben. Okay. So, jetzt sind hier Steine abgebaut. Du kannst Kriege führen gegen andere Fraktionen, die ein Gebiet besitzen, um es ihnen abzunehmen. Umso mehr Gebiete eine Fraktion hält, umso vorteilhafter ist es für die Fraktion und umso teurer für andere Fraktionen. Mhm. Tada. So, jetzt Frischholz. Da kommt immer nur ein Frischholz raus oder zwei. Wenn alle dieselbe Quest machen, ist ja gar kein Frischholz mehr. Achso, jetzt muss ich was herstellen. 10 Stelle in einer Holzwerkstatt. 10 Bauholz. Okay. Und Steinblock und raus Leder. Gucken wir mal, ob ich das hinkriege. Was ist hier unten? Komme ich hier rum? Nee. Muss man ja die Straßen benutzen hier in der Stadt oder was? So, und ich muss raus Leder herstellen, genau. Nicht möglich. Das war's? Also ich muss jetzt wie viel herstellen? 4. Na gut. Kann man nicht gleich 4 Stück machen? So. Das läuft. Holzwerkstatt. Achso, hier kann ich ja einfach den Dingens hier ziehen, oder? Ja, wie viel muss ich machen? 10. Läuft wie ein Schnürchen. Jawohl.
So. Also, ich muss sagen, so ein bisschen hat das tatsächlich halt, ja, ich habe jetzt auch irgendwie ein Stündchen oder so gespielt oder eineinhalb. So ein bisschen, ein Stückchen weiter bin ich schon. Einfach im Verständnis dieses Spiels, aber natürlich noch immer ganz am Anfang. Gemeinschaftstafel. Aha, hier muss ich irgendwelche Quests machen, oder? Für eben Küche auf Rang 3 aufrüsten zum Beispiel. Na ja, gut, also das werde ich mir, glaube ich, separat mal anschauen. Jetzt gerade nicht. Hier, das klingt auch interessant. Suche nach einem alchemistischen Katalysator. Mission beginnen. Aber ja, jage drei Luchse, das kann ich, glaube ich. Oder jage 15 Kaninchen. Das kann ich mal annehmen. Frischholz. Das kann man ja alles so mitnehmen, oder? Oder macht das keinen Sinn, alles anzunehmen? Keine Ahnung. Oder habe ich das gar nicht angenommen? Doch, hier. Ziele. Jo. Es wird dunkel. Ich kann mich auch hinlegen. Und kriechen. Das wusste ich tatsächlich nicht. Also habe ich mir noch nicht jetzt angeschaut, dass das geht. Die Aufseherin meinte, sie würde dich vielleicht schwere Umhängetasche ins Inventar gelegt. Dann zeige ich dir jetzt, wie du eine einfache Kugel spielst. Nimm das Erz in der Tasche und gieße es zu Wasser. Nimm dann den Hammer und schmiede dir ein Schwert. Mein Inventar ist bald voll, deswegen. Ach, da. Haudegenmantel, Rüstwert 3 schließen. Was kann der? Der kann nix. Da. Ein altes stinkendes Seepocken-verkrustetes ehemaliges Kleidungsstück eines Piraten, von dem du wahrscheinlich noch nie gehört hast. Yay. Aber die gleichen Werte wie das andere Gedöns, was ich gerade trage, oder? Außer das. Dass es viel stylischer aussieht. Apropos viel stylischer. Ich habe ja eigentlich über den Amazon Drop auch halt irgendwie dieses Piratenkostüm irgendwie bekommen, aber habe ich das im Inventar hier oder wie kriege ich das eigentlich? Lecker Seepockenkruste. Plattenstulpen, kann ich die anziehen? Ich weiß halt nicht, was jetzt irgendwie sinnvoller ist, ne? Irgendwie eher auf leichte Geschichten da irgendwie Wert legen, auf Leder oder so. Oder auf Platte.
Der Sphäre, aber dafür bietet sie insgesamt guten Schutz. Keine Ahnung. Das ist zum Beispiel, naja gut, kannst du auch nicht sagen, dass es bei WoW irgendwie eindeutiger ist. Wenn du zum Beispiel gar keine Ahnung hast und du bist Krieger, dann kannst du ja auch, bevor du Platte tragen kannst, ja auch erst schwere Rüstung oder aber auch Leder oder aber auch Stoff anlegen. Also von daher, Skins durchsuchen. Freigeschaltete Gegenstände. Also ich müsste doch irgendwo dieses Piratenkostüm haben oder so. Waffenskins. Ja, keine Ahnung. Eisenbahnen. Also ich muss 9 Stück. Stelle in der Schmiede folgendes her. Langschwerteisen. Was? In der Schmiede? Na, es ist eine andere Schmiede hier. Yeah, das ist ja mal was Ordentliches. Habe ich noch nicht gelevelt, aber das sieht doch wesentlich besser aus hier. Dieser Gegenstand wird an dich gebunden, wenn du ihn ausrüstest. Gebundene Gegenstände können nur von dir verwenden. Ja, ist klar. Ist mir jetzt erstmal egal, ob ich das theoretisch hätte verkaufen können oder nicht. Was ist jetzt davon das Langschwert? Das ist das Langschwert, okay. Ich hätte gedacht, das ist so ein Zweihandschwert, Mensch. Naja. Gut. Aber das Schwert, es scheint, wenn ich das richtig verstehe, es macht ja höheren Rüstwert, 105 Schaden. Es macht ja mehr Schaden als die Streitaxt, diese große, die Zweihandaxt. Also als beide, die ich habe, die sind sowieso crap. Aber ja. Okay, dann brauche ich alles andere irgendwie gar nicht. Ja, das ist cool auf jeden Fall. Ich glaube, das habe ich auch gelesen, dass man in New World gar nicht so krass abhängig ist von irgendwelchen Instanzen, sondern man vieles auch selber craften kann. Also, ne? Ist ja auch nicht schlecht. In WoW zum Beispiel ist es ja schon so, dass du alles eigentlich nur entweder über PvP auf Level 60 dann kriegst, also auf Maximalstufe, oder über Instanzen. Und da musst du erstens das Glück haben, dass es droppt und zweitens, dass du es bekommst, weil begehrte Items wollen alle haben. Von daher ist das so eine Sache. Also wenn das hier wirklich so ein bisschen entspannter ist, was Gear angeht, ist es eigentlich cool. Also dass man sich selber eigentlich equippen kann. Du bist eine wirklich abenteuerlustige junge Seele. Das sind seltsame ist es, nicht wahr? Genau. Du überlebst. Du machst weiter. Kannst du das auch wirklich? Finden wir es aus. Ein Zeltlager in der Wildnis.
heulende Fälle, nicht Falle, Fälle. Was ist hier los? Warum leuchtet das hier? Schnellreise. Ja, da muss ich hin. Aber Schnellreisen kann man vielleicht nur zwischen den Städten oder so. Das sind ja die Fraktionen hier, wa? Wer welches Gebiet kontrolliert oder so. Bevorstehender Krieg. Ja, spannend. Also es ist halt cool, einfach alles so, ich meine, ich bin sowieso so ein Kandidat, der meistens erstmal wirklich eine lange Leitung hat und vieles nicht rafft und fünfmal irgendwie am selben Ausgang oder Eingang von einer Höhle irgendwie vorbeirennt, bis ich es raffe, dass ich da ja tatsächlich durch muss oder so. Aber es macht trotzdem Spaß, das alles einfach herauszufinden, Stück für Stück und zu schauen, was sich da die Entwickler überhaupt so einfallen lassen haben. Das macht Spaß. Deswegen weiß ich nicht, ob wir da zwischendurch immer mal irgendwie auch streammäßig da reinschauen werden in dieses Game. Also könnte schon sein. Aber natürlich will ich jetzt irgendwie erstmal das Game noch nicht irgendwie komplett auf Eis legen oder so. Also was heißt komplett? Ich meine ja nur, generell habe ich ja auch nicht so super viel Zeit, aber schon Bock, das auch zwischendurch zu zocken. Aber da gibt es ja noch ein paar andere Verpflichtungen und so. Von daher schauen wir mal. Auf jeden Fall hat es heute Spaß gemacht und ich würde auch sagen, wir machen hier langsam Schluss. Von daher, ich weiß nicht, danke an alle, die irgendwie schon hier im Stream heute vorbeigeschaut haben. Und ja, wir sehen uns.